Hallo, hallo, hallo. Hi. So, willkommen in der Wirklichkeit. Oh, guten Abend. Jetzt bin ich überrascht. Hi. Bügel-TV. Musst du bügeln? Ich habe noch nicht mal ein Bügelbrett. Nice. Okay. Jo. Dann viel Spaß. Ja. Also. Ich will. Hier, wie heißt das Zeug? Nee, nicht Twix. Habe ich das nicht gerade abgebaut? Ah, okay, das ist Iron Ore. Okay, das ist Ice Shadow. Hey, ich brauche auch ein bisschen Spaß. Nee, also ich kann es verstehen. Ja, ich habe wirklich noch nie in meinem Leben gebügelt. Also bestimmt hier diese Plastikkügelchen, wo draus du Bilder machen kannst. Die habe ich gebügelt. Aber sonst habe ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben gebügelt. Aber ich bin schon mal eine Treppe runtergesurft auf dem Bügelbrett. Also das ist, glaube ich, das anstrengendste, was ich bis jetzt mit dem Bügelbrett gemacht habe. Raw Ostrum. Okay. Braucht noch ein bisschen mehr. So. Wir sammeln noch ein bisschen Dash, bringen das rüber, züchten uns Bienen ran und vermehren die. Ja, das hört sich nach einem Masterplan an. Ich weiß auch nicht, ob hier irgend... Also bei Galactic Craft gab es... Wie heißt das gleich noch? Dungeons und sowas. So. Ja, das sollte reichen.
care of you. So, Ad Astra. Level 1. Okay. Ad Astra habe ich. Okay, die habe ich noch nicht. Ad Astra. Oxygen Detector Energizer. Schmeißen wir das auch direkt mit rein, das können wir ja gut gebrauchen. Okay, das machen wir später. Dashby und Dashby. Ostrom, Ostrom. Okay. Dann haben wir die fertig. Das weg. Das, das, das. Sortieren. Stop. Dark. Für unsere Beehives. Productive. Und Start. Okay, damit sollten wir erstmal die Grundlagen geschaffen haben für unsere Productive Bees. Und Dash. 100.000 Raw Dash. Oh, okay. Ups. Productive. Okay, ich brauche. Machen wir einfach erstmal 16 Stück. Dann mache ich Crystalline und Sand. Redstone kann ich danach machen. Ich gucke gleich mal, was die Infinity sagt. Infinity. Ah. Sand. Nether und Iron. Okay. Sand. Okay, und dann machen wir noch Iron und Redstone.
Das sollte ja passen. Ist das Iron? Und Redstone. Ach, Redstone habe ich schon. Okay, und deswegen... Oh Gott. Okay, deswegen brauche ich auch nur die drei Parts. Okay, nice. Dann passt das ja. Damit haben wir Ostrumbin. So, ich will mal eben gucken, dass Productive... Gab es nicht... Da ist das Buch. Gene B-Attributes. Very high. Das muss ich mal eben googeln. Productive Bees. Very high. So. Okay, und wie kriege ich die? Okay. Also. Okay, ich brauche ein Beehive. Und Silk Touch. Easy Villager. Emerald. Books. Und okay, also jetzt brauche ich ein Beehive. Okay, damit haben wir ein Nest voll. Dann können wir die... Oh, nice. Tier 3 Rocket. Oh, ich kann die schon bauen. WTF. Okay, nice.
Cage. Damit ist die Rakete abgeschlossen. Rocket. Und wir kriegen die Tier 3. Nice! So. Oh, ich sollte noch... Ostrum. Okay. Ah, jetzt brauche ich die Netherite Space Suits. Okay. Ad Astra. Okay, Ad Astra. Okay, damit haben wir das. Oh, ich habe einen Netherstar bekommen. Nice. So, jetzt können wir... Was habe ich bekommen? Das war Most Dangerous Condition. Okay. Und zwei Netherstars. Kann man nicht meckern. Die wechseln wir gleich. Was wollte ich jetzt? Benutzt. Spiel of Arcane Extraction. Okay. So, Sleep. Eben mal checken, wie der Stream aussieht, ob alles in Ordnung ist. Null Verluste, 60 FPS, ich bin live und kann noch 124 Stunden und 25 Minuten aufzeichnen. Ja. Das hört sich gut an. Okay. Ich wollte den Sleeping Bag. Ich wollte nämlich einmal schlafen. Damit wir Bienenhive suchen. Nice. So, Beehive. So, hier. Oh, hier. Da, ich sehe doch schon eins. Kami.
Angry Bees. Kamikaze Bee when hit. Ah, ich glaube, ich habe eine Idee. Ich stelle mich einfach mal in die Mob-Zone rein. Ender Pearls. Ah, wir könnten auch in die Demon-Zone gehen. Da waren ja relativ viele Zombie-Attacks. Iron. Wow. Okay, also. Range. Wie hieß das noch? Ein Catch. Und ein Catcher. Very high. Okay. Nice. Das heißt, wir lassen uns hier noch ein bisschen zerkloppen. Und fangen ein paar Kamikaze-Bienen. Oh yeah. Alle very high. Nice. Aber die können nicht selbst breeden. Das heißt, ich brauche ein paar davon. Für... Oh. Ich bin hart begeistert. Oh. Oh. Meine Spacesuit ist kaputt gegangen. Ach, verdammt. So. Ich hoffe, es sind genügend.
Yay, Glückwunsch. Okay. Drück mir die Daumen. Very high. Und hier will ich nochmal very high bekommen. Zwei very highs. Nice. Damit sollten wir die nächste Stufe einläuten. Damit sollten wir die Produktivität hart nach oben ballern. Also ressourcentechnisch auf jeden Fall, weil very high ist einfach nur maximal gestört, wie das abgeht. Also das kann sein, dass dann nicht hier die Sachen hier limitierend sind, sondern unser Storage. Hello, hello, hello. Also das passiert, wenn du den PC lobst, dass er super läuft und sowas. Ich weiß nicht. Aber das scheint jetzt wieder zu laufen. Ich bin mir aber noch unsicher. So, ja. Dann beobachten wir das mal. So. Ich wollte zum Merkur. Oh.
Also, anscheinend ersticke ich jetzt gerade, weil ich vergessen habe, Sauerstoff aufzuladen. Ja, oh Gott. Oh Gott. Ups. Was? Man braucht Sauerstoff zum Atmen? Tipptüdü. So. Okay, also. Ereignisanzeige. Da wollen wir doch mal gucken, was hier drin steht. Windows-Protokoll, Anwendungen. Hier steht echt nichts drin, ne? Ja. Hatte OBS einfach nur einen Crash. Naja. Passiert. Ja, wahrscheinlich irgendwo auf OBS-Ebene oder was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass da irgendein Windows-Update im Hintergrund gerade installiert worden ist, was eigentlich nicht sollte. Nappend. Ja, ich bin gerade auf dem Merkur unterwegs. Mit einem OBS-Crash. Also, vielleicht lag es daran, dass ich in die Rakete eingestiegen bin. So. Ja, mit Sauerstoff. Oh. Okay, ich müsste eigentlich auf die Venus und Raw Calroid holen. Okay, das erklärt es. Falscher Planet. Jo, dann viel Spaß mit der Wäsche. Für was baust du denn gerade das Autosystem?
Oh mein Gott, nee. Also ME hatte ich auch keine Lust. Ich habe da Refined Storage geholt. Aber brauchst du für den ME Star Refined Storage? Und schon sind wir auf der Venus gelandet. Auf dem Merkur war es dann doch falsch. Deswegen Venus. Hier kriegen wir die nächste Stufe des Erzes. Ja, ich könnte dir auch einfach ein komplettes Refined Storage zur Verfügung stellen, wenn du willst. Das ist relativ schnell umgesetzt. Hallo? Oh, ein Püreehund. Nice. Ja, da hast du recht. Also, ich kann es nur anbieten. Oh, Säureregen. Erz. Sollten wir demnächst dann Ad Astra abgeschlossen haben. Ah, das geht echt schnell. Willkommen zurück, Concepto. Moin. Ich bin verdammt schlecht in Building-Geschichten und ich glaube, der falsche Ansprechpartner dafür. Aber Dankeschön. So. Ah, okay. Was habt ihr denn vor? Ah, okay. Okay. Also.
Okay, und wie nennt sich das Ganze? Ach, verdammt, da hast du recht. Die Singularität hatte ich vergessen. War die in... Nee, in Dragon's Souls war die nicht drin, ne? War die hier unten Master of Reality? Auch nicht. Patrick Star. Hier. Matter Condenser. Danke, Tronic. Ich habe mich da einfach durchgeklickert. Ja, ich bin aber aktuell voll in dieses Projekt eingebunden, also denke ich nicht, dass ich in der nächsten Zeit für ein weiteres Projekt Zeit hätte. Nur zu deiner Info, Concepto. Und ich weiß nicht, ob ich nicht einfach viel zu klein dafür bin, für Werbung. Genau. So, wie viel haben wir denn? Sollte reichen. Ja, du kannst mir da einfach mal was rüber schicken und ich guck mir das mal an, aber... Ja. Oh. So. Treat. Craft. Und Exporter. Wie hieß das nochmal? Ein Importer und Cables.
wie hieß denn das andere Zeug? Ad Astra. Okay, danke Konzept. Dann ich muss mir das mal angucken. Ich kann dir da jetzt nichts zu sagen. Und Zuschauer, ich weigere mich. Nee, also ich denke mal, das werde ich mir ja da wirklich angucken, wenn ich an den ATMs da rangehe. Aber so ein kleines System kann man ja aufbauen. Vielleicht kann man ja mit Refine Storage das Ganze vereinfachen. Ostrom. Ja. Mein Plan ist, die Singularität umzusetzen und dann einfach alles reinzupumpen an anderen Sachen. Ich weiß ja nicht. Zum Beispiel könnten wir 18 Millionen Wachs da einfach reinpumpen. Dark Oak. So. Feeding.
Dark. Productive. So. Ich von hier, das braucht das. Und das Keloroid Block. Okay, eigentlich müsste jetzt. Ah. So. So. Okay, ich habe 80.000 Eisen und 784.000 und Sand fehlt mir noch sehr viel. Hier sieht's gut aus und hier sieht's auch gut aus. Wie sagt, was sagt denn der Taskmanager?
Endlich. Woher kommt denn jetzt die Kamikaze-Biene? Okay. Woher kommt die schon wieder? Ich hab's noch nicht mal mehr an. Dankeschön, Buggy. So, Kellerbite. Haben wir wieder eine? So, Rocket. Super, das freut mich. Dankeschön. Ja, alles nur just for the fun. Aber cool. Ja, ich versuche gerade auf Galatio zu reisen. Das sollten wir gleich eigentlich hinbekommen, weil wir den Rest hier jetzt eigentlich gleich fertig haben. Den brauchen wir.
So, stelle ich einfach mal so ein paar Plättchen her für die letzten Upgrades hier. So. So. Okay, also damit sollten wir relativ gut in Ad Astra abgeschlossen haben. Und dann können wir jetzt zu Galatio reisen. Station und Oxygen Bubble Generator. Was ist das hier? Thermogenerator. Wieso kriege ich denn Thermogenerator? Fortune 5. Nice. Was habe ich hier? Fortune 5. Okay, home. So. Ist das da rechts oben meine Energie? Oder was ist das? Ach, mein Strom. Okay, ich dachte gerade schon, dass das der Mangel an Treibstoff ist. Auf geht's in die, auf den letzten Planeten im System, Galatio. Und mal gucken, was uns da erwartet, aber wir wollen da landen, um ja, in Proxima, und wir landen hier für die letzte Quest. Und cooler Mode. Mal gucken, wie das hier läuft und wie das aussieht. Ich glaube nicht. Da haben wir relativ viel Glück hier. Bis jetzt habe ich noch keine Mod gesehen, wo es eine galaktische Fliegenklatsche gab. So. Oh, wie cool. Galaktischer Ram. Was können wir denn hiermit machen? Polish Permafrost, aber sonst können wir hiermit nichts machen. Cool, der hat was ausgebuddelt. Es gibt kein Horn, oder? Horn? Nee. Okay. Unequipped Chestplate, Heavy. Jo, und was können wir jetzt hier machen? Nicht viel, denke ich. Ja, es gibt auch keine anderen Rockets. Okay, ja. Lazio Stone, Snowblock.
Lazio. Okay, wo? Oh. Ja, also, wir könnten mal dahin reisen. Was ist das? Okay. Okay, das sieht cool aus. So. Okay, kann man hier auf Galatius irgendwas machen? Gehe mal nicht davon aus. Okay, also gehe ich mal davon aus, dass wir wieder wegreisen werden. Ja, aber das war mit Galactic Craft und nicht über Ad Astra, soweit ich weiß. Also ich kann mich auch dran erinnern, aber ja, wie gesagt, ich glaube, es war Galactic Craft, genau. Könnt noch gucken, ob man hier irgendwie ein Dorf findet oder so. Es gibt Rams, aber sonst keine. Okay, ja. Dann reisen wir wieder zurück. Was bräuchte noch hier? Dash und Dash.
Dann machen wir eben noch eine Space Station, würde ich sagen. So, jetzt ist die große Frage, wo bauen wir die Space Station? Also wir reisen dann jetzt mal Richtung... Ich würde sagen, wir nehmen einfach die Erde und bauen dort unsere Space Station. Und pflanzen die da einfach mal hin. Wow, mir fehlen... Cool. Ich lande einfach zurück. Dann testen wir das nochmal. Dass ich auch die zu wenige Eisenplatten dabei habe, ey, das ist doch wieder typisch. Dann geht's jetzt nochmal nach oben. So, Solar System Earth Space Station. Okay. Ja, ich habe gerade meinen. Okay, und da nähern wir uns unserer Space Station. Durch den Shader sieht das alles ein bisschen komisch aus. Ja, willkommen in unserer Space Station. Ja, das ist die Space Station. No rewards, okay.
So, wo sind jetzt Tanks? So. Was brauchen wir jetzt noch? Und hier brauchen wir noch. Ja, das ist ja easy zum machen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich mache gleich mal den Shader aus, um einfach mal zu gucken, wie das Ganze ohne Shader dann aussieht. So sieht das dann ohne Shade aus. Okay. Ja, also die Shader machen es ein wenig kaputt, aber naja. Okay, irgendwo in die Richtung ist das Enderauge. Ich klicke zu schnell. Wie heißt das nochmal? Stronghold, ne? Minecraft Stronghold Select. Okay.
Was wir auch noch machen können, wäre, wenn wir einen Lukewarm Ocean finden, dass wir da ein wenig angeln gehen und hoffen, dass wir Patrick Star bekommen. Könnte man da schon mal ein bisschen was mitmachen. ATM Starblock. WTF. Ja, ich hab's auch gerade gesehen. Ey. Da bist du echt ein bisschen unterwegs. Aber man könnte am Ende jetzt auch mal gucken, dass man den kompletten ATM-Star automatisiert. Dafür brauchen wir noch Unonobium oder wie das heißt. Damit wir die... Starforge. Ah, und wir bräuchten noch Picklichharz. Okay, das ist ja alles ein wenig komplizierter. Also Ziel ist dann jetzt, würde ich sagen, einmal das Stronghold finden und dann nach und nach die Sachen zu automatisieren.
Wie weit bin ich denn jetzt schon geflogen? Alter Schwede. Also ich glaube, in die Richtung muss ich. 10.000. 10.000 Blöcke. Und in der Nähe ist kein... Ah. Ja. Glaube ich, trage bei, dass der Server kaputt geht. Funktioniert der Kompass vielleicht nicht? Oh. Ich würde mal sagen, hier geht's irgendwie zu einem Stronghold. Was meint ihr? Irgendwie sieht das hart danach aus. Okay, ja. Also haben wir jetzt unser Stronghold. Oh. Damit haben wir ja ein paar Sachen freigeschaltet. Oh. So, wireless.
Oh, ein Parrot Spawn Egg. Wow. Hä? Brauch dich nicht. 148. Oh. Ach, ich brauche alle drei. Okay. Wow. Was das hier für ein Kram gibt, ey. Hölle. Was ist denn hier kreativ? Gott, oh Gott, oh Gott. Rot. Unbreaking. Unbreaking. Hier nicht. Oh ja. So. Nature Kompasse. Wormschen. Glaube ich also. Patrick. Ach, wir brauchen ein Warm Ocean. Warm. Kicken wir doch mal, ob wir irgendwo den warmen Ozean finden. Ist das hier Bomben? Krass. Eine Megapyramide. Nice. Cool. Okay. Jetzt ist die große Frage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir Patrick finden?
Was habe ich denn hier bekommen? Neptunium. Und daraus kann ich... Neptunium, Sword... Ja. Wir brauchen 10 Stück. Jellyfish, okay. Gibt es einen Autofischer? Aquatic Entangler. Jetzt ist die Frage, ist es einfacher, Patrick Star per Crate herzustellen? Oh. Ja. Also haben wir jetzt Patrick Star. Nicht unbedingt. Und zwar kriegst du hier raus die Sachen, die du brauchst. Und zwar Patrick Star. Dankeschön. Also wenn ich da die... Ich könnte jetzt Patrick Stars anbieten. Im Shop oder so. Bald. Mal gucken. Oh. Gute Idee. Oh, WTF. Kelvin cheatet das. Ach, verdammt. Ja, die wollte ich mir auch noch holen. Aber ich will, ich glaube, ich guck mir mal den Kinetic Crafter an. Und mal gucken, ob ich den irgendwie autocraften kann. Oh mein Gott. Ja, das ist dann ja wirklich tiefenentspannt. Okay, dann machen wir das später, aber wir haben ja schon mal welche. Ich wollte aber eh selbst so picklig finden.
Structure. Hostile. Ach, irgendwas kommt da. Wir kriegen das schon hin. Ach, verdammt. So. Oh, wer ist das denn? Uhu. Du. So, dann werden wir gleich zu... Oh, ich glaube, wir sind da. Oh ja.
Wie war das nochmal? Mob. Wie viele brauche ich denn davon? 6. 1. 2. 3. Vier. Fünf. Und sechs. Ein Safety. Oh mein Gott. Funktioniert das? Woher kommen die denn jetzt? Werden die durch das Picklich gespawnt? Yeah.
Ist das bescheuert. Okay, alter Schwede, ey. Ist das nervig. Alter, sind hier viele Witches. Oh.
So. Jetzt der Grind. Da. Alter Schwede. Das dauert echt hart lange. Ich frag mich, was passiert, wenn wir die Picklechts beide jetzt töten. Ob die Dingsens verschwinden. Ja, so kann man sich natürlich auch den Abend mit beschäftigen. Ja, deswegen habe ich mir die extra eingesammelt, weil ich eigentlich der Hoffnung war, dass keine Witches spawnen, aber hier ist alles voll.
Hier ist alles voll mit Witches. Wie einfach kann man denn Sharpness herstellen? Okay, Alter. Was kann ich denn noch hier drauf verzaubern? Smite. Hier kann man ja fast einen Autoklicker installieren, ey. Oh Gott.
Aber mit so einem einzelnen Picklich könnte man echt hier... Oh, noch drei Stück, ey. Aber die verschwinden hier nicht alle. Oh mein Gott. Okay, Alter. So, wo habe ich denn die Fernbedienung? Ah, hier. Okay. Ist das jetzt kaputt gegangen? Ah, Gott sei Dank. Aber hier unten sind hoffentlich keine gespawnt, außer nur runtergefallen, ne? Ja, Glück gehabt. Thank you.
Habe ich das jetzt kaputt gemacht? Verdammt. Oh. Ja.
alles am kaputt machen und dann wieder versuchen zu reparieren und noch durchzusteigen, das ist auch... Okay, darauf habe ich keinen Bock mehr. Das muss ich mir mal in Ruhe angucken, aber... Mann, ist das ein Abfuck.
Dankeschön, X-Gamer John. Ich bin hart überfordert. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Okay, dann machen wir jetzt mal was anderes, und zwar das hier wieder.
Alter, geht das einem auf den Sack. Ey. Ah, ich bin fertig. Außer du willst hier ein paar Witches klatschen. Oder einen kaputten Totenkopf reparieren. Alter. Thank you.
Was ein Kack, ey. So. Hi. Guten Tag. Ich habe alles kaputt gemacht. Oh Gott. Nee. Ja. Vielleicht nicht ganz so schlimm, aber... Ja, funktioniert nicht mehr. Was, glaube ich, müsstest was eingesammelt haben. Oh cool, dankeschön. Ja, ich kann dir gerne aktuell nichts anbieten. Vielleicht übernächsten Stream oder so. Alles gut. Aber ich kann massenweise Bienen anbieten. Ich will keine Bienen. Hör mir auf mit Bienen. Ja, aber ich habe jetzt Kamikaze-Bienen bekommen und... Die rattern ordentlich durch. Ja. Ja. Mal gucken, was dabei rumkommt. Was habe ich denn noch als nächstes? Warte mal, irgendwas hatte ich noch. War mal so frei. Oh, das ist ein Modium-Schwert schon. Von die. Nein. Ah, oh, von den Picklich. Oh, cool. Ja, Picklich-Herzen. Ja, mega, dankeschön. Weil das war ein bisschen mehr als das. Müsste ein Stack gewesen sein jetzt. Genau, war ein Stack. Nice. Aber die sind ja echt immer maximal nervig. Und das mit den Witches wusste ich nicht. Ja, das hätte man. Hier ist es richtig nervig gewesen, bestimmt. Ja, das Problem hier ist, dass ich gucken wollte, ob die da drunter stehen. Und die haben sämtliche Fahrten blockiert. Und deswegen ist es kaputt gegangen. Gehen wir mal in die Base. Funktioniert der Totenkopf nur noch halb.
releasen wir eben noch den. Die Predictions an Ender Dragon. Also. Den für mich. Wo ist die denn? Gates haben wir nicht. Das ging ja fix.
Oh, ich habe eine Picnic Prediction. Nice. Nice, nice. Super. Damit sollte das jetzt alles so durchlaufen. Okay. So. Ich werde jetzt auch Feierabend machen. Ich bin mega müde. Und dann gucke ich mir die Tage mal das Fiasko hier an. Und hoffe, dass ich das irgendwie wieder repariert bekomme. Genau, aber ja, aktuell gucken wir uns dann morgen mal weitere Quests hier vom ATM-Star an. Vielleicht machen wir hier einfach mal diese Create-Geschichte und bauen unseren ersten Patrick Star oder so. Das sieht ja alles relativ entspannt aus. Und ja. Da bin ich aber noch im Überlegen, wie man das am geschicktesten macht, ob ich das mit mit Xnet mache, dass ich hinter jedem hier einfach so einen Anschluss mache und die dann einfach setze oder so. Mal gucken. Und dann mache ich hier einfach zählweise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, irgendwie sowas. Oder ich benenne die. Ja. Aber mal gucken. Ja, das war so eine Idee, die ich hatte. Aber so, dass man den automatisieren kann, wollte ich gucken. Weil die Starforge herzustellen, das dauert wahrscheinlich ewig und 3 Tage. Obwohl, das geht ja so. Obwohl, das geht nicht. Ja. Sieht alles sehr kompliziert aus, deswegen denke ich mal, werde ich das mit Create machen. Genau, und dann guckt man einfach mal weiter, was man so alles machen kann. Ja, also, ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend, einen schönen Feierabend, eine gute Nacht und ja, dann bis zum nächsten Mal. Und dann sehen wir uns morgen. Also, tschüriö und auf Wiedersehen. Und dann bis morgen. Ciao.